Wir, die Welthungerhilfe, arbeiten seit Jahren in den Ländern Sierra Leone und Liberia, die am stärksten von Ebola betroffen sind. Wir verteilen Hilfsgüter wie Handwaschanlagen, wie Chlor, Seife, Hygieneartikel. Wir helfen den Menschen, den Familien, die in Quarantäne sind, mit Nahrungsmitteln. Und wir beteiligen uns an groß angelegten Aufklärungs- und Präventionsmaßnahmen. Für uns ist es einfach, zur Aufklärung von Ebola beizutragen, gerade auch im Südosten, wo wir schon seit langen Jahren arbeiten, weil einer unserer Schwerpunkte in der Arbeit WASH ist. WASH ist Hygieneaufklärung, ist Wasserversorgung, ist Sanitärversorgung. Wir arbeiten in 90 Dörfern in 3 Provinzen im Südosten seit gut 10 Jahren. Ja, da binden wir jetzt die Ebola-Aufklärung mit ein. Das heißt, wenn wir sowieso in die Dörfer gehen und da Hygieneaufklärung betreiben, wird Ebola mit eingebunden. Wir arbeiten sehr, sehr basisnah. Ja, die Menschen in den Dörfern kennen uns und kennen unsere Mitarbeiter. Und Vertrauen spielt eine ganz wichtige Rolle. Wenn die Kollegen ins Dorf gehen und dort mit den Dorfältesten, mit Menschen sprechen, die auch Einfluss haben auf den Rest der Dorfmitglieder, wenn sich in genügend Zeit genommen wird, um zu erklären, was ist Ebola, was können wir dagegen machen, was passiert, wenn jemand krank ist, wo wollen wir Handwaschstationen aufbauen, ja, damit verändern wir das Bewusstsein und helfen den Menschen.